Albert Camus, der Mythos des Sisyphus. Salvete zu den Reflexionen in der heutigen Folge zu diesem bedeutenden Werk von Albert Camus, das inzwischen, so scheint mir, bereits zum Klassiker geworden ist. Und 1942 Camus, nebst seinen Tätigkeiten als Theaterautor und Romancier, auch als Philosophen konstituiert hat gleichsam. Nun, wenngleich das Werk viel gelesen ist, scheint es mir doch adäquat, es noch einmal in 5 Bewegungen zu reflektieren. Und so will ich auch beginnen mit der ersten Bewegung, respektive dem ersten Herangang, nämlich der Kontemplation. Es lässt sich das Werk in diesem aristotelischen Sinne als eine Versuchsweise der Betrachtung interpretieren, und zwar einer Betrachtung am Grenzgang der Vernunft oder eine durch den Grenzgang der Vernunft erwirkten Betrachtung. Und zwar ganz konkret eine Betrachtung der Conditio Humana gemäß diesem Grundphänomen des Schicksals des Menschseins. Es handelt sich hier also um eine Art Position eines Wanderers über dem Nebelmeer der Dinge, dem Nebelmeer des irdischen Hierseins des Menschen, auf welches dieser philosophisch-kontemplative Blick gerichtet wird, um darin das Schicksal des Menschseins in seiner Gänze zu durchdringen und es sozusagen auch auf einen Nenner zu bringen, nämlich auf den Nenner des Phänomens des Absurden. Dies ist zunächst die kontemplative Ausgangslage. So dann zweitens, so scheint mir, impliziert diese Betrachtungsweise der holistischen Sicht auf das Geschick des Menschen eine Rigorosität, welche ja dann berühmterweise auch zur Eröffnung des Werkes führt, nämlich diesem Satz: Il n'y a que problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Es gibt also nur ein wirklich ernsthaftes philosophisches Problem, und es ist dies der Selbstmord. Das bedeutet, die Kontemplation auf das Ganze des menschlichen Schicksals ist auch die Frage nach dem Sinn des Lebens schlechthin und insofern auch eben nach der Möglichkeit der Negation dieses Lebens, welches sinnstiftend sein kann. Also darin liegt die Rigorosität des Camus'schen Werkes, dass es die Sinnfrage des Lebens in all seiner Radikalität und Strenge zu fragen versucht. Und dabei eben auf das Phänomen des Absurden stößt, also wir können das Werk auch als eine Art Phänomenologie des Absurden lesen. Nun ist dieses Absurde ein für Camus primär menschliches Problem, das heißt, einzig der Mensch ist sich des Absurden gewahr. Und zwar insofern, der Mensch ruft in die Welt hinein, gleichsam das Pathos in die Welt hinein veräußert, die Welt aber schweigt, also keine Response leistet. Und dadurch, durch dieses Schweigen, entsteht gemäß Camus das Absurde. Es ist dies eine Entzweiung des Menschen und des Lebens, weil das Leben, das Hiersein für den Menschen selbst zu einer antwortlosen Sinnlosigkeit wird, insofern sein Ruf eben ins Nichts verhallt. Und zwar dergestalt, dass die vormalige Sicherheit des menschlichen Geworfenseins gleichsam kollabiert. Also die Kulissen des Irdischen fallen in sich zusammen, und was zurückbleibt, ist eine Leere, ein Nichts, das aber beredt ist. Also ein sprechendes, schreiendes, nicht antwortendes Nichts, aber ein Nichts, welches dadurch eben gerade das Absurde evoziert, und zwar als eine Art, und auch da ist Camus sehr phänomenologisch, als eine Art Klima, als ein ubiquitäres Klima, also eine Einsehensweise des Kollabierens der vormaligen Normalität und Weltsicherheit, welche eine potenzielle Omnipräsenz hat. Also alles kann zum Absurden gleichsam verkommen. Dazu gehört etwa die Alltäglichkeit in ihrer Repetitivität oder verschiedenste menschliche Mienenspiele, Gebärden, das unmenschliche Verhalten oder dann vielleicht in der letzten Konsequenz, auch darauf kommt Camus zu sprechen, natürlich der Tod. Das heißt, in dieser Fremdheit, die zugleich eine Dichte der Welt ist, bricht sozusagen für Camus diese Unvernünftigkeit, diese Irrationalität des eigentlichen Hierseins auf für den Menschen, die erst mit dem Tod endet, dann aber Geburt und Tod sozusagen von beiden Seiten umgrenzt im Absurden, denn das menschliche Hiersein ist dann primär das Absurde. Und deshalb einmal mehr die Grundfrage, weshalb sich nicht einfach suizidieren im Angesicht des Absurden.
Nunmehr drittens, somit dieses Kontemplative in der Rigorosität der Sinn- und Suizidfrage herangehen, Camus, zur Frage einer Demarkation, also eines Grenzganges der Vernunft, nämlich diese Logik des menschlichen Denkens und Erkennens eben bis an seine letzten Extreme zu führen. Und nur darin wird die Suizidfrage gleichsam plausibel, weil sie eine Folge ist des demarkativen Ganges. Und das hängt eben auch damit zusammen, und da analysiert ja Camus Denker wie Kierkegaard oder Jaspers oder Chesthoff, auf die Tatsache hin, dass die Vernunft, sobald sie sich ihrer selbst zu vergewissern versucht, also sich selbst einen Boden zu verleihen, sich stets in Paradoxien verstrickt und also von ihren eigenen selbstreferenziellen Figuren gleichsam umfangen oder in deren Fänge gerät, umfangen wird. Und hierin also besteht sozusagen ein Grundmangel der Möglichkeit des Menschen, sich seiner eigenen Conditio Humana mit vernünftigen Mitteln zu versichern. Wo dies nun doch gelingt oder versucht wird, auch hier bezieht sich im Camus auf die genannten Denker, spricht er vom philosophischen Selbstmord. Nämlich insofern etwa Gott als das Paradox gesetzt wird, Gott als der Irrationale oder Gott als ein transzendent Umgreifendes, so etwa bei Jaspers, und dadurch im Grunde das Paradoxe der unzulänglichen Selbstvernunft vergottet wird. Also aus der Verzweiflung wird eine Umkehrfigur geleistet, doch diese ist für Camus eben eine Art des philosophischen Selbstmordes und dahingehend eben keine Möglichkeit, das Absurde zu überwinden. Was also zurückbleibt, ist eine Art impliziter Nihilismus, der Ratio des Logos selbst hinsichtlich der Unmöglichkeit seiner Selbstgrundierung und damit auch eine Zerrissenheit. Ja? Die Absurdität bleibt und der Mensch steht sozusagen rufend im leeren Raum, der eben schweigt oder wenn überhaupt durch ein Klima des Absurden respondiert. Und deshalb ist für Camus dieser demarkative Grenzgang auch eine philosophische Frage der Redlichkeit. Der Mensch ist dazu angehalten, sich auf diesem schwindelnden Grat der Unmöglichkeit seiner Selbstbegründung zu halten und es gibt da eben keine Ausflucht. Und auch dies ist Teil dieser Rigorosität, dieser Redlichkeit, die für Camus vonnöten ist, gleichsam als ein Ethos der Existenzphilosophie, dass der Mensch sozusagen dazu verdammt ist, sein Schicksal auf sich zu nehmen und dies bedeutet, das Schicksal der Absurdität eben zu leben. So dann also der vierte Passus, der daraus resultiert, bei Camus, nämlich der Übergang in die Praxis als eine Form der Resistenz. Resistenz ist ein wichtiger Begriff Camus, auch in späteren Werken. Es ist dies also der Widerstand, sozusagen der aktive Widerstand gegenüber der Conditio Humana, welche als absurd beschrieben wird. Das heißt, es ist eine Figur der Auflehnung, eine Figur der Revolte, eine Figur, welche dadurch, dass sie sich auf die einzig mögliche Wahrheit bezieht, nämlich dass das Absurde gegeben ist und man auf dieses Absurde widerstehend antwortet, dem Leben erst Sinn verleiht. Das heißt, für Camus ist einzig in der Revolte, einzig in dieser Form der Resistenz eine Sinnschöpfung möglich, insofern man also dem Suizid etwa widersteht. Das heißt, es ist im Grunde ein Ja zum Leben trotz der Absurdität und nicht etwa entgegen der Absurdität. Vielmehr gilt es, diese sozusagen auf sich zu nehmen, um darin eine Intensivierung des Lebens zu erreichen, weil man sich eben nicht im eskapistischen Sinne der Tatsache des Absurden verwehrt, sondern sich diesem stellt und ihm Widerstand leistet. Und darin besteht eine Art Zuwachs an Leben für Camus, also ein Widerstand, der Freiheit freisetzt, sozusagen, der eine Leidenschaftlichkeit auch impliziert, mit dem eine Verachtung einhergeht und der auch befugt ist, und darin liegt vielleicht auch eine Genialität des Menschen, mit dem Absurden zu spielen, mit diesen Illusionen, vielleicht auch einer anderen Form des Widerstands, als des bloßen Widerstands, zu operieren. Das heißt, der Mensch ist da, trotz seiner in diesem Sinne miserablen Situation, existenzphilosophisch nicht ganz machtlos, weil er kann eben eine Form der Revolte lancieren. Und in diesem Kontext analysiert Camus im Werk dann auch verschiedene Typologien des Widerstands, so etwa den Liebhaber, im konkreten Falle bei Don Juan, der in der Tat gänzlich in der Immanenz des Augenblicks lebt und damit einer gänzlichen Zukunftslosigkeit entspricht, aber eben gerade in diesem Gestus sozusagen sein Leben fruchtbar intensiviert. Dasselbe gilt für den Schauspieler, auch er ist ein im unmittelbar Spielender und der den Ruhm
ausschließlich im Jetzt sucht, aber gerade dadurch eine Lebendigkeit gewinnt, weil er eben auch frei ist von einer Zukunftsvorstellung über ihn hinaus. So auch der Eroberer für Camus, ein Typus der unmittelbaren Aktion, die immer schon eine Gewissheit stiftet, der sozusagen mit dem Schwert in die Zeit schneidet, ganz konkret, und darin sich vielleicht durchaus auch über sich überhöht, aber zum sinnstiftenden Typus wird. Und so viertens auch der Schaffende, das heißt ja auch Camus selbst, der durch ein Werk, wohl wissentlich, dass dieses Werk nicht auf die Ewigkeit hin angelegt sein kann, auch Goethe, so schreibt Camus, wird in 10.000 Jahren nicht mehr gelesen werden, so vermuten wir oder vermutet Camus, dadurch aber, dass er schafft, dass er kreativ kreiert, gleichsam doppelt lebt, wie Camus schreibt, und also sich selbst in gewisser Hinsicht auch verewigt, vergottet, trotz der Unmöglichkeit zu wissen, dass er nicht zum Gotte wird und nicht ewig ist, aber darin natürlich eine Auflehnungsfreiheit in der Mannigfaltigkeit sozusagen lebt, weil er nämlich dem Absurden auch Gestalt zu verleihen versteht. Und darin besteht dann doch eben für den Menschen eine ganz wesentliche Qualität der Auflehnung. So etwa bei Dostojewski, den muss man hier erwähnen, für Camus eine entscheidende Figur als eine Art schaffend poetische Auflehnung, welcher ja auch Camus im gewissen Sinne nacheifert als schaffender, dichtender, denkender Autor. Und so fünften schließlich die Narrativität, also direkt aus diesem Schaffen gewonnen, und zwar insofern sich die Tatsache des Phänomens, des Absurden, sich in einem explizit erzählten Sinne auch wesentlich erschließt. Deshalb bezieht sich Camus auch auf diesen Mythos des Sisyphus, der als eine Art Selbstheroisierung des Menschen gelesen werden kann, weil der Mensch hier sozusagen versinnbildlicht ist in seiner Situation, als dem Absurden ausgesetzt, aber zum Widerstand gleichsam verdammt oder dann eben doch aufgerufen. Weil zunächst ist die absurde Tatsache auch darin bestehen, dass der Mensch eben wie Sisyphos fortwährend einen Felsen, einen Stein, den Hügel herauf rollen muss, um dann zu konstatieren, in entscheidenden Momenten oben am Gipfel, dass der Felsen oder der Stein eben wieder zu Tale rollt und er sozusagen erneut zu Tal gehen muss, um ihn wieder in diesem Mühsal, in diesem nie endenden Mühsal zu Berge zu hieven. Und damit wird also der Mensch potenziell heroisiert, wenn er sich auf diese Erzählstruktur adäquat einlassen kann. Und zwar insofern er eben das Absurde zu tragen und damit auch zu ertragen gereift wird. Nun gibt es hier entscheidende Figuren bei Camus, nämlich zum einen die Stunde des Bewusstseins, das ist sozusagen vielleicht die Krux der Sache, und das ist bei Camus dieser Augenblick, in welchem Sisyphos den Berge herabsteigt, also da niedergeht, und insofern also diese Augenblicke der Pause, der Erholung nutzt, und zwar zum kontemplativen Akte, weil er sich in diesem Augenblick der Erholung seiner eigenen Situation gewahr wird und darin, gemäß Camus, in diesem Rückgang seinem Schicksal überlegen wird, und zwar, weil er es zu verachten lernt. Das heißt, in der Verachtung ist er dem Schicksal überlegen. Es findet hier also eine Art, wie er das nennt, absurder Sieg statt, insofern man dieses Absurde bejaht. Das ist eine nietzscheanische Bewegung der Tradition des Amor Fati, ein Ja zum Schicksal als eine gleichwohl verachtete Figur der Affirmation, aber darin eine auch selbstkonstituierende. Und deshalb bezeichnet Camus den absurden Menschen oder Sisyphus als Sinnbild für uns alle auch als in diesem Kampfe glücklich. Ja? Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen, weil er imstande ist, sein Schicksal zu verachten und es doch anzunehmen in diesem Kampfe. Und dieser Kampf eben erfüllt sein Herz und stiftet dann den Sinn, welcher ihn über sein Schicksal, insofern es trotzdem annimmt, auch wiederum gleichsam überlegen macht. Also eine Art der Erhabenheit tritt hier auf. Die Frage ist, ob das genug ist, ob diese Art der Existenzphilosophie ausreichend ist, ob dies also ausreichend, nennen wir das, Erhabenheit stiftet, ob es vielleicht nicht adäquater wäre, dass Sisyphus im Herniedergang, in diesem Augenblick der Stunde des Bewusstseins nicht vielleicht auch singen müsste, nicht vielleicht dichten müsste, und zwar, weil er darin einem ganz wesentlichen Menschenkriterium noch mehr Gewicht verlieh, als vielleicht bloß im Typus des Schaffenden, nämlich dass er ihn als eine Art kreative Widerstandsfigur verstünde. Also im schöpferischen Sinne würde sich vielleicht die Stunde des Bewusstseins sozusagen noch einmal wie gleichsam potenzieren. Und darin wäre vielleicht eine noch einmal profundere und feiner ziselierte Reform der Resistenz denkbar. Gleichwohl, die Grundbewegung bleibt sozusagen zeitlos
Und es scheint mir, dass ihre Zeitlosigkeit sich primär gerade auch dadurch konstituiert, dass sie eben narrativ festgehalten wird. In diesem Sinnbild, das uns alle angeht und welchem wir uns ebenso wie der Suizidfrage niemals und nicht entziehen können. Und das gerade macht uns hier zu Menschen.